Wir sind hier heute an der Schwarzen Sulm oberhalb von Schwamberg. Hier an diesem Fluss soll ein Wasserkraftwerk gebaut werden. Es soll ein Trinkwasserwerk gebaut werden, wo öffentliches Wasser dann privat verkauft wird. Und es soll ein Pumpspeicherkraftwerk oben auf der Choralm gebaut werden. Hier wollen zwei Großgrundbesitzer und ein Stromkonzern gutes Geld verdienen mit unserem öffentlichen Gut Wasser. Das in einem Schutzgebiet Natura 2000, das ist ein Europaschutzgebiet hier. Jetzt ist die Sache die, dass bei diesem kleinen Kraftwerk da, das weniger als wahrscheinlich 3 Megawatt erzeugen wird, nicht einmal ein 1/5000stel des gesamten Strombedarfs erzeugt wird. Selbst das Bundesministerium hat ja in einem Bescheid, den ich heute auch noch gelesen habe, festgehalten, wie schützenswert die Sulm eigentlich ist, als eines der letzten solchen unverbauten und unbeeinflussten Flussstrecken in der Steiermark. Die Krone der ganzen Geschichte ist das Pumpspeicherkraftwerk oben. Das soll mit Nachtstrom, mit billigem Nachtstrom aus Kohle und Atomkraft das Wasser hochgepumpt werden, damit man es am nächsten Tag wieder als Spitzenstrom natürlich gewinnbringend verkaufen kann. Da sollen sämtliche Quellen gefasst werden, 20 Hektar asphaltiert. Gebt das Geld lieber den einfachen Bürgerinnen und Bürgern für Solaranlagen auf den Dächern. Es ist dabei die Überlegung, einen der beiden Zuflüsse zur Schwarzen Sulm komplett trocken zu legen, eigentlich für die Bauphase und die Auffüllphase der Becken. Das hätte natürlich auch dramatische Auswirkungen hier auf den Flusslauf der Schwarzen Sulm. Man stelle sich vor, der wunderbare Fluss, halbe Wasser weg. Bravo.